Ein sehr gescheiter Mensch hat immer gesagt, wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu unerträumten Möglichkeiten. Deshalb freut es mich, dass wir heute mit Team Talentify auch etwas zum Internationalen Lesetag beitragen können. Wir haben uns das Buch Oliver Twist von Charles Dickens ausgesucht und wir fangen einfach an beim ersten Kapitel. Schildert den Ort, wo Oliver auf die Welt kam, sowie die seine Geburt begleiteten Umstände. Unter anderen öffentlichen Gebäuden in einer gewissen Stadt, die ich nicht nennen, der ich aber auch andererseits keinen entdichteten Namen beilegen möchte, befand sich eines, wie es wohl die meisten Städte, ob groß oder klein, besitzten, nämlich ein Arbeitshaus. Und diesem wurde eines Tages der kleine Weltbürger geboren, dessen Namen dieses Buch trägt. Lange Zeit, nachdem der Arzt des Kirchspiels ihm zum Eintritt in diese Welt der Mühen und Sorgen geholfen, schien es zweifelhaft, ob er würde lange genug am Leben bleiben, um überhaupt einen Namen notwendig zu haben. Obwohl ich nicht behaupten möchte, dass es vielleicht ein glücklicher oder beneidenswerter Umstand wäre, der einem menschlichen Wesen zustoßen könnte, in einem Arbeitshaus geboren zu werden, so schien es doch in diesem besonderen Fall für Oliver Twist das Beste, was sich augenblicklich für ihn ereignen konnte. Immerhin war es mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, ihn so weit zu bringen, dass er sich der Aufgabe des Atmens selbst unterzog. Und eine Weile lang lag er als kleiner Weltenbürger nach Luft schnappend auf einer Wollmatratze, bedenklich hin und her schwankend, ob er sich für diese oder jene Welt entscheiden sollte, wobei sich die Waage beträchtlich mehr für das Jenseits als für das Diesseits neigte. Wäre Oliver in diesem kritischen Zeitabschnitt von besorgten Großmüttern, ängstlichen Tanten, erfahrenen Ammen und Ärzten voll tiefer Weisheit umgeben gewesen, er hätte selbstverständlich die Stunde nicht überlebt. Da jedoch niemand zugegen war, als ein armes altes Weib, das überdies infolge des ungewohnten Genusses von Bier sich in ziemlich angeheiterter Stimmung befand, und da auch der Kirchspielarzt die Sache ganz gewohnheitsmäßig behandelte, so focht Oliver seinen Kampf mit der Natur auf eigene Faust aus. Und die Folge davon war, dass er nach kurzem Kampfe atmete, nieste und endlich den Bewohnern des Arbeitshauses die Tatsache kund und zu wissen gab, dass er der Gemeinde eine neue Last aufgebürdet habe. Das heißt, entschlossen sei, am Leben zu bleiben. Er erhob zu diesem Zweck ein so lautes Geschrei, wie man es von einem Kind männlichen Geschlechts füglich nur erwarten durfte. Als Oliver diesen Beweis selbstständiger Tätigkeit gab, bewegte sich eine Flickendecke, die nachlässig über eine eiserne Bettstelle geworfen war, und das bleiche Gesicht einer jungen Frau erhob sich, matt von dem harten Kissen, und eine schwache Stimme hauchte mühsam die Worte: Lassen Sie mich das Kind sehen, dann will ich gerne sterben. Und das war die erste Seite von Oliver Twist von Charles Dickens. Es ist ein wunderschönes Buch, was auch die Zustände der damaligen Zeit, als es geschrieben wurde, wunderschön und sehr eindringlich darlegt. Und wenn es interessiert, wie es weitergeht, kauft euch das Buch. Wenn es auf Talentify seid, gibt es auch Gutscheine dafür, dass ihr auch online mehr oder weniger kostenlos bestellen könnt. Würde mich freuen. Eines meiner Lieblingsbücher, ganz spannend und wunderschönen Lesetag noch allen. Und ich hoffe, ihr habt jemanden oder könnt es jemanden bald auch vorlesen. Thank you.